So, dann übergebe ich mal an Tatjana. Hey Leute, könnt ihr mich gut hören? Ja? Hallo. Hallo miteinander. Toll, voll toll, euch alle hier zu sehen. Also jeden einzelnen von euch. Also zu sehen. Das ist ein Moment, eine Bewegung, auf die ich schon sehr lange gewartet habe. Ich habe die Brille aus Schutzgründen, außer sehe ich ohne aus, ja, aber es ist gerade ein bisschen stressig mit der Sonne da drüben. Okay, also ich begrüße euch jetzt als eine Mahnwache, als ein Kollektiv, als eine Menschheit. Ich freue mich so sehr, dass ich sogar eine Rede vorbereitet habe. Ich muss sie leider ablesen, weil ich doch noch ein bisschen aufgeregt bin. Vorweg, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin nicht mal Mitte, ich denke selber, ja. Und ich stehe übrigens nicht hier, weil ich hier alles so scheiße finde in dem Land. Ich stehe auch nicht hier, weil ich finde, dass es mir schlecht geht. Es ist also nicht Mangel, der mich beflügelt, Teil dieser Friedensbewegung zu sein. Im Gegenteil. Ich für meinen Teil bin sehr dankbar, auf einem Fleckchen Erde herangewachsen zu sein, das es mir ermöglicht hat, meine Talente frei zu entwickeln, dass ich meine Berufung zum Job machen konnte und zum Beispiel hier vor euch stehen darf. Zumindest aussprechen dürfen wir unsere Meinung noch und werden nicht aufgrund von Rassenzugehörigkeit, Geschlecht oder Kaste unterdrückt. So kann ich hier heute vor euch stehen, als Frau, unvermummt und relativ frei. Uns geht's doch gut, ist ein gern gewähltes Argument von vielen Mitbürgern, die lieber ihre Füße stillhalten, anstatt hier mit uns aufzustehen. Sie lassen sich heute, wie an allen anderen Abenden, vom Fernsehen manipulieren, betäuben und hinters Licht führen. Lassen sich den nächsten Krieg verkaufen fürs Wirtschaftswachstum. Uns geht's doch gut. Ja, uns geht es noch gut. Zu gut vielleicht? Verpflichtet, die Kraft dieser relativen Freiheit zu nutzen, um für diejenigen Menschen aufzustehen, denen es gerade nicht so gut geht. Aufzustehen für eine bessere Welt, für jedes Lebewesen. Ich glaube, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind eins. Und so bin ich auch verbunden mit den Menschen, deren Leben und Freiheit bedroht sind. Auch mit denen, vor deren Häusern heute bewaffnete Soldaten und Panzer parken. Ich spüre deren Angst. Darum stehe ich heute mit euch, für uns, auf. Lasst uns gemeinsam aufstehen, für den Frieden auf Erden. Und auch für diesen unfassbar tollen Planeten, den wir Erde nennen, der auch Teil dieser Einheit ist, möchte ich was bewegen. Aus Dankbarkeit, weil sie so schön und so besonders ist, unsere Mutter Erde. Aus Dankbarkeit, dass ich niemals hungern musste. Und aus Dankbarkeit für die vielen tollen Mittel, die es mir hier ermöglichen, meinen Wissensdurst zu stillen. Ich stehe also eigentlich hier, weil ich dankbar bin. Und weil ich glaube, dass es besser geht, den globalen Problemen zu begegnen. Und weil ich finde, dass die Zeiten, in denen wir uns am Schlechteren orientieren, um herauszufinden, dass es uns doch eigentlich noch gut geht, vorbei sein sollten. Seit ich nämlich geschnallt habe, dass es mir nur deshalb noch so gut geht, weil es auf Kosten der anderen geschieht, schmeckt es mir gar nicht mehr so gut. Nein, es tut mir leid, weil ich weiß, das müsste nicht so sein. Es ist sehr wahrscheinlich genug von allem für jeden Menschen vorhanden, auch entgegen dem Überbevölkerungsargument. Gut, hier können wir noch darüber diskutieren, ob die Bevölkerung in dem Maße weiter wachsen sollte, wie sie es aktuell macht. Aber das Problem könnten ja auch die genmanipulierten Lebensmittel alleine lösen, durch
resultierende Unfruchtbarkeit, wenn wir dagegen nichts unternehmen. Es wird unternehmen. Nein, nicht nur Petitionen unterschreiben, ja? Denn genau genommen ist es unser Konsumverhalten, das diesen Wahnsinn verursacht. Wir zerstören systematisch Flora und Fauna und damit unseren Lebensraum. Dadurch tragen wir eine große Mitverantwortung. Weil wir es viel zu lange mit uns haben machen lassen, statt aufzustehen. Wir haben uns der bequemen Illusion hingegeben, dass da schon halbwegs friedlich und gut für uns gesorgt werden wird. Von denen da oben. In diesem ach so demokratischen Land. Hier kann doch schon lange keine Rede mehr von Demokratie sein. Es sind nicht mehr die demokratisch gewählten Vertreter des Volkes, die bestimmen, sondern Firmen, die ihre genveränderten oder giftigen Produkte verkaufen wollen und Zentralbanken, die aus dem Nichts Geld erschaffen und alle Welt in Verschuldung bringen. Okay, wir haben uns dumm gestellt, wir haben uns dumm gezeigt und genau so wurden wir geführt. Unsere Regierungen glauben, wir sind dumm. Lasst uns aufhören, ihnen durch unser Stillschweigen Recht zu geben. Ja. Wir waren aber nicht zuletzt deswegen so dumm, weil wir sehr lange Zeit sehr triftig belogen wurden und immer noch werden. Und an dem Punkt hört meine Dankbarkeit sehr schlagartig auf, ja? Zu gestalten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man uns unsere Empathie aberziehen will. Unser Mitgefühl, eine natürliche menschliche Eigenschaft, in der eine enorme Macht steckt, Leute, vergesst das nicht, ja? Warum wurde uns zum Beispiel nicht erklärt, dass unsere Staatsform einer Firma gleicht, in der wir das Personal darstellen? Warum wurde uns nicht mitgeteilt, dass dieses Land sich immer noch im Besetzungsstatus der USA befindet? Bravo! Fraktion, ja, sagen, ist doch egal unter welcher Flagge, hat doch irgendwie ganz gut funktioniert, oder? Ich sage, nein, es ist nicht egal. Auch wenn es durchaus irgendwie funktioniert hat, erklärt es doch ein paar sehr schwächende Elemente dieses Systems, die leider erst kurz vor knapp deutlich in Erscheinung treten. Unser wurzelkrankes Geldsystem zum Beispiel, unsere lobbyismusverseuchte Heilmethodik, unsere lobbyismusverseuchte Politik, unser staatliches Schulsystem. Ich wünsche mir Freude, lachende Kinder, sehe aber, wie sie in den Schulen ihre Freude verlieren und zu folgsamen Systemlingen erzogen werden. Was haben wir denn von dieser tollen Anpassungsfähigkeit? Wie weit hat sie uns denn gebracht? Ist es nicht viel sinnvoller, die Talente sich entwickeln zu lassen? Wenn ich mich hier so umschaue, würde ich jetzt mal intuitiv sagen, in mindestens 5 Leuten steckt das Talent, freie Energiemaschinen zu entwickeln. Ja? Oder? Jemand dabei? Hände hoch, ja? Ja, warum tüftelt ihr nicht schon längst, ja? An einem Non-Profit-Konzept für eine Technologie, die jedem Haushalt zugänglich ist. Da hätten wir schon mal ein paar Kriegsgründe weniger. Jo! Ja, für Öl und Gas müssen wir uns dann schon mal nicht mehr die Köpfe einschlagen, oder? Jo! Ich denke, Atomkraftwerke wären dann auch peu à peu überflüssig. Und dann hätten wir auch ein bisschen mehr Zeit für unsere Kinder, weil wir diesen Energiewahnsinn nicht mehr bedienen müssten. Noch geht es uns gut genug, ein solches Vorhaben mit Spenden zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob das mit den Spenden noch so einfach ist, wenn wir alle diesen praktischen Chip im Handgelenk tragen zum Zahlen.
Ich glaube nicht, dass ihr umgebracht wurdet von den Lobbyisten deswegen. Allenfalls müsstet ihr Diffamierungen wie den Vorwurf der Rechtsradikalität über euch ergehen lassen. Ein gern gewähltes Werkzeug zur Schwächung in diesen Zeiten. An dieser Stelle ganz dringend ja ein super herzliches Dankeschön an Frau Dittfurt. Ja klar, weil die hilft uns so kräftig mit, ja. Die hilft uns mit, indem sie die geprägten Ideologien so perversiert, dass es bald keine verlässlichen Krücken mehr gibt zum Fremdstück. Man müsste die Menschen anfangen, selbst zu denken oder nach innen zu hören. Dann sind wir nämlich zwangsläufig nicht mehr so leicht belügbar. Diese freien Energietechnologien zum Beispiel sind nämlich schon längst entwickelt. Auch so eine Mega-Lüge. Beinahe schon ein ganzes Jahrhundert sind diese Technologien entwickelt und vermodern in irgendwelchen Schubladen, weil es dem Wirtschaftswachstum nicht dienlich ist, wenn wir autark sind. Na, dann machen wir es uns eben selber, oder? Wir können nämlich warten, bis wir schwarz sind, bis das von oben genehmigt wird. Schwarz war übrigens nicht antisemitisch gemeint. Wie wir über die öffentlich-rechtlichen Medien fehlinformiert werden im aktuellen Kriegsgeschehen und bei den Kriegen davor und bei den Kriegen davor und bei den Kriegen davor, reine Instrumentalisierung. Für solche Informationen aber noch zwingend zahlen müssen. Na klar. Informieren kommt übrigens von in Form bringen. Wir werden in Form gebracht. Und zwar in eine Form, die den Kriegstreibern nützlich ist. Liest man sich das Handelsregister der ZDF durch, steht da tatsächlich drin, also das ist jetzt was ich nicht überprüft habe, das wurde mir zugeschoben. Es wurde installiert, um die deutsche Wirklichkeit zu prägen. Na super! Und das steht da schon lange drin angeblich, ja? Toll! So blöd sind wir doch echt nicht mehr, oder? Ich wünsche mir Wahrheit. Und da öden mich die Massenmedien immer mehr an. Betrieben wird ausschließlich Kriegspropaganda anstatt Aufdeckungsjournalismus. Und ich wünsche mir Gesundheit und nicht ein immer teurer werdendes Gesundheitssystem, in dem kostengünstige und natürliche Heilmethoden unterdrückt und verfolgt werden. Mein Herz echt manchmal in die Hose rutschen lässt, so sehr ich mich auch freue, weil das hat ja echt was, wenn ich euch anschaue, echt endlich mal was von Aufwachen, ja. Aber wenn ich an diese ganzen Friedensbewegungen der Vergangenheit denke oder an die Mahnwachen von 89, was war das für eine Bewegung? Und was ist geschehen? Es gab inzwischen weitere Kriege auf der Welt und Atomkraftwerke wurden auch weitergebaut. Wie kann denn das sein? Ich glaube, man ließ sich dann doch vom Konsum übertrumpfen. Und das sollte uns diesmal bitte, bitte nicht passieren. Und ich glaube auch, man kann nicht gleichzeitig ein System nähren und ablehnen. Ja, also da sollte man sich dann schon entscheiden. Entzieht dem System Kraft dort, wo die Gesetze nach Unwürdigkeit stinken. Ich glaube, es ist langsam Zeit für zivilen Ungehorsam. Und ich glaube auch, dass wir innerhalb dieses Kapitalismus-Systems die Bindung an unsere natürliche Umgebung verlieren. Wir verlieren das Gefühl fürs Wesentliche und wir verlieren unseren Sinn für wirkliche Freiheit. Wenn ich sehe... Wenn ich sehe, welche illusorische Dinge heute als Freiheitsersatz verkauft werden und die meisten merken es nicht mal, wird mir schwindelig. Und das Ganze
sprichwörtlich wie bei dem Frosch, bei dem das Wasser ganz langsam erhitzt wird, ja? In Richtung neue Weltordnung, gell? Es gibt nichts Rechteres als diese geplante Gleichschaltung der Head-Offs, auch wenn sie von den sogenannten Linken gerade enorm unterstützt wird. Jo! Die NWO, Leute, ja? Nichts Rechteres gibt's. Zu dem Thema sage ich immer gerne nein. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin. Ich bin eine Verschwörungsbeobachterin. Ja? Und nennt mich jemand Verschwörungstheoretiker, dann nenne ich ihn einen Wahrheitsverweigerer. Das Wort Verschwörungstheorie wurde zum Schwächen geschöpft. Ja? Leute, lasst euch nicht von diesem fiesen Lemminge-Virus entmutigen, wenn ihr weiter aufklärt in eurem Umfeld. Macht weiter, rüttelt laut, was das Zeug hält. Oder rüttelt manchmal auch leise in dem Verständnis, dass viele Menschen durch die ganzen Lügen und in dem Kapitalismus-Anpassungswahnsinn ihren Faden verloren haben und ihr Gespür für die Wahrheit. Es ist schwer, die eigene Wut zu umgehen gegenüber manchem Schlafmichel, ich weiß. Aber momentan ist Wut nicht besonders hilfreich als Mittel zur Wahrheitspräsentation. Klärt weiter auf, egal wie, seid kreativ, seid ansteckend. Ich glaube fest an uns. Ich habe ja jetzt schon ein paar Wünsche geäußert und ich habe noch viele, viele, viele mehr. Aber ich habe ein bisschen zeitliche Begrenzung hier. Aber einer meiner Hauptwünsche ist, dass wir hier irgendwann nicht mehr so stehen müssen, obwohl es ja eigentlich ganz schön ist mit euch, weil sich das erfüllt hat, wofür wir heute hier stehen. Applaus